Hallo Welt, ich bin's wieder, der Michael, mit einem brandaktuellen, neuen, grandiosen Video auf meinem YouTube-Kanal Syntoriell. Ich habe wieder mal eine E-Mail bekommen von einem Fan und der hat mich gefragt, ob ich vielleicht nicht im Dune einen Patch nachbauen kann für ihn, einen Sound kreieren kann. Und so eine Herausforderung nehme ich doch gerne an, weil da kann man nur dazulernen. Und es geht um ein Stück von Rachel K. Collier, keine Ahnung, ob man das so ausspricht, eine sympathische, junge, hübsche Dame aus England, die Musik macht, singt. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz da rein. Ich weiß nicht, ob ich da Urheberrechtsverletzungsklagen kriege. Aber um dieses Video geht's. Seht ihr unten den Dateinamen oder den Videonamen? Ableton Live Looping with Waves Vocal Bender Running Out of Daydreams heißt dieses gute Stück. Und da gibt es so bei einer Minute irgendwas, so einen fetten Bass. Ja, und das ist denn meine Challenge, diesen Sound nachzubauen. Und ich finde, ich habe es geschafft. Ja. Aber wie ich das gemacht habe, das erfahrt ihr nach diesem Teaser. So, und jetzt sind wir hier mal wieder in Bitwig Studio 3.3.3. Und ich habe mir natürlich zuerst einmal hier das Original hineingeladen. Das spielen wir jetzt nicht nochmal an. Und es geht hier genau um dieses Stückchen Musik. Jo, um das geht's. Und jetzt nicht erschrecken, ich habe auch gleich noch ein bisschen Bass sage ich schon. Ich wollte ja nur den Bass nachbauen. Ich habe auch die Drums noch mit reingebaut, dass man ein bisschen einen Groove kriegt. Und so hört sich das an, was ich draus gebaut habe. Ja, ist zwar nicht 100% das Gleiche, aber dann könnt ihr auch eine Maschine machen. Ne? Vom Grundprinzip, glaube ich, passt das so. Ja, und jetzt gehen wir mal rein hier in die Tiefen. Was habe ich denn gebaut? Zum einen habe ich hier aufs Banalste die Drums nachgebaut. Die man jetzt nicht hört, weil ich zu doof bin. Jetzt. Die schalten wir jetzt aus, das war's. So, was seht ihr hier bei Bass? Ich sehe hier drei Layer in meiner Gruppe, weil ja, das Teil muss man aufdröseln. Zum einen habe ich hier so einen Top-Anteil von, oder ich habe hier, wie soll ich es denn sagen, einmal so einen ansteigenden Sawtooth-Bass und dann den zweiten Teil, das ist so ein
immer der gleiche Ton, der zweimal kommt. Das ist mehr so ein Square Sound. Und von diesem Saw-Bass habe ich ihn zweigeteilt. Einmal habe ich den Höhenanteil genommen und einmal wirklich so einen Sub-Bass-Anteil. Und ach ja, übrigens, die ganzen Presets sind im Dune nachgebaut, in meinem Lieblings-VST. So, und das ist der Saw-Bass, so habe ich das genannt. Und dann gibt es einen Subanteil. Ups. Übrigens, das Stück ist in C-Moll der Tonart. Zusammen hört sich das dann so an. Und dann gibt es natürlich noch den Counterpart dazu, den Downbeat oder wie sagt man da, keine Ahnung. Jo. Und zusammen. Hört sich das dann so an. Und diese zwei Teile hier, das ist eben ein Saw-Bass, wobei der Sub-Bass eigentlich ein extrem komprimierter Sinuston ist, wie man es oft so macht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe, aber ich glaube, mit ein bisschen Distortion dann rein und so, und dann kriegt man auch ein paar Obertöne in einen Sinuston rein und das dann fett komprimieren. Gibt immer so ein schönes, aggressives Subgedöns. Jo, aber gehen wir doch mal die Dinge eins nach dem anderen durch hier. Mute, Mute, das Saw-Bass. Ach, eins noch. Das Öffnen des Filters, was man da hört. Das ist realisiert über das Mod-Wheel. Ich wollte es am Anfang eigentlich über die Filter-Envelope machen, aber das haut mit den unterschiedlichen Tonhöhen nicht hin. Also das muss man wirklich rein modulieren über eine Automation. Gut, also der Saw-Bass hört sich so an. Nichts Spektakuläres. Und ist eigentlich so aufgebaut im Dune, dass ich hier vier Stimmen habe. Ich habe aber ganz einfach begonnen mit einer einzelnen Stimme und glaube ich zumindest. Und habe dann hier einen Sägezahn mir eingebaut, habe da einen Unison draufgelegt. Und nur minimal detuned, habe das auch nicht im Stereofeld verteilt und habe das Ganze dann nochmal aufgedoppelt hier. Alles ein bisschen unterschiedlich und habe den zweiten Oszillator des ersten Layers im Dune um eine Oktave nach unten transponiert und habe dann im dritten Oszillator, das ja eigentlich der Suboszillator ist. Man sieht hier auch im Mixer, alle drei sind offen, alle drei Oszillatoren. Hab dann hier nochmal eine Dreieckskurve und die auch um eine Oktave nach unten. So eine Dreieckskurve gibt ja auch einen schönen Bass-Sound, ganz mild. Und im Kombinat hört sich das dann so an. Und dann kann man, wenn man hier im Dune auf All bleibt, dann verändert man ja alle acht Layer exakt gleich und habe dann das einfach hier nach oben gedreht. Und wenn man hier ein bisschen ein Detuning hat, dann werden diese acht Layer zueinander auch nochmal verstimmt. Und dann ist ja ganz gut.
Und ja, mehr habe ich da gar nicht gemacht. Was haben wir denn hier drin? Wir haben einfach einen Low-Pass-Filter mit 12 Dezibel Flankensteilheit, ein bisschen ein Drive draufgelegt. Und ich habe hier natürlich noch meine Lieblings-Distortion, die Light-Distortion vom Dune mit einem niedrigen Amount. Da drauf. So, und was ich dann aber noch habe, sind Effekte, aber auch nicht so viel. Also, wie gesagt, hier ein bisschen ein Distortion drauf, Crunch mit mächtig Drive. Wenn ich das ausschalte. Ja, gehen sofort Obertöne flöten. Und die braucht man dann doch auch ein bisschen, sonst hört man ja nichts, sonst hört man nur ein dumpfes Gemansche. Und dann natürlich hier ordentlich Vintage-Kompressor drauf. Der gibt so eine schöne Färbung nochmal hier. Und in der Modulation-Matrix habe ich hier einfach nur die Filter-Cut-Off für alle Voices draufgelegt. Wenn ich das dann so abspiele, dann ja, hört man ja schon diesen Sound. Ganz einfach, aber effektvoll. Und was das Tolle am Dune ist, es ist wie bei den Autos, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Es geht nichts über Oszillatoren. Und ich habe hier jetzt vier Layer mit drei Oszillatoren, mit je 5 und 7 Unison Voices. Also, da geht der Punk ab. So, dieser Patch ist natürlich in meiner Soundbank, vielleicht noch nicht heute, wenn ich das Video mache, aber die nächsten Tage wird er drauf sein. Der heißt BA für Bass, Deep Saw Bass von MCD Messet, das bin ich. Ja. So, und dann haben wir noch diesen Sub-Anteil. Es ist schon geil, wenn der ist, ja, wie beim Reese-Bass, wenn diese einzelnen Frequenzen leicht unterschiedlich schnell oder also ja unterschiedlich sind, dann überlagern sich manchmal diese Phasen und dann gibt es so schöne Phaser-Effekte, ja. Das, was man da hört, das ist nur. Ja. Da habe ich ein bisschen getrickst bei dem Mod Wheel. Was haben wir denn hier bei diesem Subanteil? Auch wieder vier Layer, alle gleich wieder eingestellt eigentlich. Ich habe hier nur den ersten Oszillator an, den habe ich auf Wavetable gestellt. Und wenn ich hier im Default bleibe, dann habe ich hier eine Sinuswelle. Und wenn ich hier die Position hochdrehe, dann kann ich diese morphen zu einer Square Wave. Und genau das mache ich. Ja. Wenn man so einen richtigen Sub-Bass machen will, kann man einen Sinuston nehmen. Jetzt nehme ich einen Sinuston, eine Sinusschwingung, die ist ja erstmal überhaupt nicht spektakulär. Aber wenn ich zu dieser Sinusschwingung per Saturation hier mir ein paar Obertöne reinhole, dann noch einen Chorus drauflege, was ich hier gemacht habe, und natürlich wieder einen fetten Kompressor reinknall, dann kommt da schon richtig ordentlich Bass raus. Und somit habe ich den ganzen Patch eigentlich schon erklärt. Also, wir haben pro Layer haben wir hier den ersten Oszillator aktiv, hier auch wieder mit Unison, einfach ein bisschen verstimmt, nicht im Stereofeld verteilt, als Wavetable-Oszillator konfiguriert, im Mode Default oder in der Wavetable Default. Das ist hier eben diese Sinusschwingung, die zu einer Sägezahn und zu einer Rechteckkurve wird. Der zweite Oszillator ist aus und der dritte ist nochmal ganz banal nur eine Sinusschwingung, aber um eine Oktave nach unten verstimmt. Also ein Sub-Bass. So, das Ganze gibt es viermal. Und ansonsten haben wir hier natürlich auch wieder ganz normal mein 12 dB Low-Pass-Filter.
Die Cut-Off ist so, keine Ahnung, 40% offen und natürlich ein bisschen Resonanz drauf. Auch wieder ein bisschen Drive. Ansonsten, wie gehabt, hier die Distortion, diesmal die Saturation, kein Crunch, ein Chorus und ein Kompressor. Und in der Modulation Matrix habe ich jetzt hier natürlich hier meine Wavetable Position, die ich aufdrehe. Dadurch morphe ich diese Wavetable, wenn ich jetzt auf 27, ja, wären dann 27%, dann wäre ich hier, schaut jetzt nicht wild aus, aber ich gehe halt Richtung Square, Sägezahn. Ne, mal hört's. Und mit einer Sägezahn, die hat ja, glaube ich, alle Obertöne drin, die es gibt, so in der Art. Und ja, da kriegt man schon eine schöne Klanganreicherung rein, wenn man hier dann das spielt. Der Sound alleine hört sich jetzt dann auch nicht so spektakulär an, aber eben in Kombination. Kann man dann doch schon anhören. Auch diesen Sound gibt es natürlich hier wieder in meiner Soundbank. Er heißt BA Deep Wavetable Saw Sub. Oder hätte ich ihn vielleicht Sub Saw nennen sollen. Egal. Der ist dann da drin. Ja, und dann haben wir noch den dritten im Bunde, den Squarish Top. Hier habe ich es mal genannt. Den haben wir jetzt fast gar nicht, aber man muss den Filter aufdrehen. Jo, hört sich so an. Für mich hört sich das Original eben nach Square Wave an. Und war ich kurz verwirrt über meine Namensgebung, aber alles ist gut. Das Teil hört sich nach Square an, schaut aber hier nicht nach Square aus, weil erst wenn ich diesen das Mod-Wheel aufdrehe, gehe ich hier in den Square. So, wie schaut dieses gute Stück aus? Hier haben wir nur einen einzigen Layer, der reicht mir. Dieser Ton, der braucht nicht so viele Layer übereinander. Das heißt, ich habe hier den ersten Oszillator im ersten Layer, im einzigen Layer, ordentlich Unison Voices, 12 Stück an der Zahl, non-linear, das heißt also die Phasenverschiebung, die ist nicht linear immer gleich, sondern halt, keine Ahnung mit welchem Wert, aber halt nicht gleichbleibend. Ist auch schön ordentlich verstimmt hier, auch wieder kein Stereo-Feld. Und ist ein Wavetable, auch im Default. Und da bin ich hier genau bei 50% Startposition. Und wenn ich da eben das Modulation Wheel hochdrehe, dann gehe ich hier ins Plus. Mod Wheel, plus 10, OSC 1, Wavetable Position. Also dann gehe ich hier auf 60. Und dann schaut das Teil so aus. Dann gehe ich schon in eine Square rein. So. Und was haben wir denn hier beim zweiten Oszillator, der nur so für, keine Ahnung, zwei Drittel offen ist? Da habe ich meine Saw, die ich dann auch für 10 Punkte aufmache, die dann eher in Square reingeht. Die ist über einen Gaussian Unison Algorithmus mit 8 Unison Voices unisonuiert, keine Ahnung, und ist ordentlich verstimmt. Und ansonsten habe ich noch hier ein bisschen Pink Noise draufgelegt, einfach, dass das ein bisschen mehr Harmonien oder Obertöne kriegt, halt, also ein bisschen reicherer Sound ist. Ansonsten den Cut-Off ziemlich weit zu.
Keine Resonanz und auch kein Drive, auch keine Effekte oder sonst irgendwas. Also hier Filtereffekte. Hier ein Dual Chorus draufgelegt und natürlich wieder meinen Vintage Compressor. Und jo, das gute Stück heißt hier BA Deep Wavetable Saw Sub. Ja, weil er eben beim Saw startet und in Square geht. Auch dieses Öffnen des Filters ist natürlich wieder mit einer Automation erzeugt. Und diese Automation, was wichtig ist, dass das nicht bis zum Ende des Tons geht, sondern kurz vorher den Ton wieder wegnimmt, den Filter und die Wavetable Position. Ja, und so hört sich das dann im Kombinat an. Ja, also was ich mit meinem einen Ohr noch hören kann und mit den ganzen Störgeräuschen rechts. Für mich hört sich's ganz gut an. Wenn nicht, dann werdet ihr mir das schon sagen, ob sich's so daneben anhört. Naja, dann muss ich mich eben nochmal eichen irgendwie. Aber wie gesagt, das kommt raus, wenn ich's probiere. Hat Spaß gemacht, das so zu bauen. Ich gebe es euch dann nochmal im Ganzen. Jo, und für alle, die es nicht wissen, weil diese Soundbank werde ich dann hochladen, die gibt es dann hier wieder mal auf meiner Website. Jetzt muss ich das bloß mal hier kleiner machen, sonst glaube ich, kriege ich das hier nicht gebacken mit meinem Capturing-Tool. Syntorial.de und zwar mit TH, Syntorial.de. Jetzt nicht erschrecken. Jetzt bin ich im Urlaub. Hier rechts im Menü. Und ich weiß, das schaut altbacken aus, 80er Jahre mäßig, aber egal. Der Zweck heiligt die Mittel. Hier bei Soundbanks einmal draufklicken, dann bei Synapse Audio, weil der Dune ist von Synapse Audio. Und dann gibt es hier den Dune 3. Und das ist hier die Digital Disaster Dune 3 Soundbank by Messet. Das bin ich himself. Da werde ich das hochladen, wird dann die V1-2. Jo, schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr das findet, was ich da nachgebaut habe. Ladet euch meine Soundbank runter, die kostet nämlich gar nichts, ist für geschenkt und für umsonst. Jo, wie gesagt, aber ich würde mich freuen, wenn ihr euch hier ein bisschen auf meinem Kanal drüber auslässt, auch wenn es scheiße ist. Ansonsten, ja, war ein kurzes Video heute. Für mehr hat es nicht gereicht. Bin zurzeit wieder recht eingedeckt mit Arbeit. Ja, sollte euch das Video gefallen haben und die Badge gefallen haben und meine Webseite, sollte euch die, nein, die nicht. Wenn euch das alles gefallen hat, gebt mir hier einen rechten Daumen nach oben. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt mir den linken Daumen nach oben. Ja, ganz wichtig, einfach nur halt, dass die nach oben schauen. So, jo, ansonsten viel Spaß auf meinem Kanal und vielleicht dann bis zum nächsten Video. Würde mich freuen. Tschüss da draußen.